Hi, ich bin's wieder und ich habe heute im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Reisetaschen- oder Kofferwahl. Da gibt es nämlich so viele verschiedene Möglichkeiten. Über allem steht natürlich die Frage, stylisch oder funktionell, Tasche oder Rucksack oder am Ende doch ein Hartschalenkoffer. Was es am Ende des Tages wird, das finden wir heute raus. Vor mir stehen jetzt zwei meiner absoluten Favoriten, wenn es um das Thema Koffer und Geschäftsreise geht. Die unterscheiden sich auf den ersten Blick natürlich durch die Größe, vollkommen richtig. Aber was sie beide gemeinsam haben, ich kann auf der Geschäftsreise ganz schnell an Unterlagen rankommen. Und das ist enorm wichtig. Laptop, Präsentationsunterlagen oder irgendwelche Blöcke, wenn ich mich auf der Geschäftsreise nochmal vorbereiten möchte. Ich muss also nicht den Koffer öffnen, nicht zwischen meine Klamotten. Hier bei dem kleinen Handgepäckskoffer, klassisch für das Flugzeug geeignet, komme ich direkt an das Laptop ran. Auch für den Sicherheitscheck-in gar nicht so schlecht. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, bis zu zwei Devices gleichzeitig aufzuladen. Das bietet mir die größere Variante zwar nicht, aber auch hier habe ich die Möglichkeit, direkt und schnell an den sicher verpackten und verstauten Laptop ranzukommen. Und sollte die Geschäftsreise mal ein bisschen länger dauern, passt hier deutlich mehr rein. Ich gebe zu, manchmal, da reißt das Auge natürlich auch mit und dann ist dieser Koffer genau richtig. Dieses Handgepäcksköfferchen sieht nicht nur gut aus, es ist sensationell gut verarbeitet und wartet mit so ein paar Innereien auf, die sich tatsächlich sehen lassen können und vor allem Sinn machen. Ich habe nämlich eine vollwertige Laptop-Tasche hier drin. Das bedeutet, ich kann meinen Rechner nicht nur sicher und gut verstauen, ich kann ihn auch direkt rausholen und meinen Koffer nochmal zur Seite nehmen, wenn ich in meinen Business-Termin muss. Zusätzlich habe ich vorne die Möglichkeit, mein Pad zu verstauen und last but not least, diesen Koffer kann ich bei Bedarf sogar vergrößern. Neben all den Reisetaschen und Reisekoffern möchte ich einen natürlich nicht vergessen, den Klassiker schlechthin, der Rucksack. Der macht vor allem dann Sinn, wenn mein nächster Termin gar nicht in einer anderen Stadt, sondern lediglich um die Ecke liegt und ich mich nur aufs Fahrrad schwingen muss, um dorthin zu kommen. Also packe ich mir den Rucksack direkt auf den Rücken, habe die Möglichkeit, das Laptop sicher und vor allem komfortabel zu verstauen. Und sollte ich doch mal länger unterwegs sein, sprich mit einem Koffer, kann ich ihn auch wunderbar über den Koffer stülpen. Der Rucksack. Ja, was haben LKWs und diese Tasche gemeinsam? Ganz einfach, sie waren eigentlich mal ein und dieselbe Geschichte. Die Rede ist nämlich von den LKW-Planen. Aus diesem Material ist diese etwas ungewöhnliche und vielleicht für Individualisten besser geeignete Laptop-Tasche von Freitag. Aber das Gute ist, sie ist wasserabweisend, sie sieht stylisch aus, kann übrigens mit diesem Gurt, der mal ein echter Anschnallgurt in dem LKW gewesen ist, umgehangen werden. Ihr schwingt euch aufs Fahrrad und kommt bei Wind und Wetter dort an, wo ihr hin müsst und habt trotzdem alles in trockenen Tüchern. Und wer sich das nicht vorstellen kann, hier ist der Beweis, eine Laptop-Tasche kann tatsächlich einiges mehr sein, nämlich auch ein stylisches Accessoire. Diese Laptop-Tasche ist aus Leder und sie sieht nicht nur so schön weich aus, sie ist es auch tatsächlich in Natura. Und natürlich ist es jetzt nicht die Tragetasche, in der ich viel verstauen kann, so viel ist sicher, aber man kann sie wunderbar in einen Koffer packen oder wenn man es mal eilig hat, kann man sie sich natürlich auch um den Hals hängen und dann geht es direkt zum nächsten Termin. Eine echte Innovation ist mein nächster Koffer, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und man kann jetzt schon sagen, darüber lässt sich streiten, ob man eine gute Figur auf ihm abgibt. Aber er ist nicht nur tragbar oder rollbar, sondern er ist vor allem fahrbar. Und das ist, wenn ihr es gerade ein bisschen Eile gehabt habt, am Flughafen manchmal gar nicht so schlecht. Als nächstes habe ich ein echtes Multitalent für euch am Start. Diese Tasche ist Rucksack, Umhängetasche und Tragetasche im einen. Das heißt, der ein oder andere hat bestimmt auch mal Probleme mit seinem Rücken und dann ist ein Rucksack genau das Richtige. Er gleicht aus, ihr könnt die bessere Balance halten und kommt völlig fit ins Meeting, dann aber bitte mit Tragetasche. Tja, ich bin mir sicher, jetzt wisst ihr, was ich mit Qual der Kofferwahl meinte. Es gibt einfach wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mich würde natürlich interessieren, was euer Favorit ist. Mein persönlicher ist aktuell eigentlich so eine Geschichte, nicht nur weil er klein und handlich ist, sondern weil ich dort vor allem ein kleines digitales Büro unterbringen kann, dank USB-Ladestation und dem ein oder anderen Schnickschnack. Also, worauf steht ihr?